Ich begrüße Sie herzlich im Namen von Schlotauer und Wauer zu einer neuen Ausgabe unserer Webcasts. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Stefan Vogt, ich bin von der Swarco Traffic Systems. Ich möchte Sie von meiner Seite oder von Swarco Traffic Systems Seite her natürlich auch ganz herzlich begrüßen und nur eine Bemerkung noch machen zu dem Produkt Inflow. Inflow ist jetzt kein ganz neues Produkt, ist also bereits in einigen Ländern und in einigen Firmen der Swarco Gruppe im Einsatz. Für Deutschland und für die Swarco Traffic Systems GmbH allerdings gibt es noch keine Vertriebsfreigabe. Vertriebsfreigabe heißt halt, also es müssen alle geschult sein, nicht nur der Vertrieb, natürlich auch der technische Dienst, die Projektleiter, alle, die dann die Projekte realisieren. Nichtsdestotrotz machen wir heute natürlich die Vorstellung. Wie gesagt, eben nur, dass Sie im Hinterkopf behalten, es gibt noch keine vollständige Vertriebsfreigabe. Es gibt aber ein Pilotprojekt, was wir schon durchgeführt haben in Deutschland. Und wir sind auch immer auf der Suche nach weiteren Pilotkunden. Nur einfach zur Einordnung für Sie. Ja, und dann würde ich jetzt übergeben an den Torben für die Vorstellung. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webcast mit dem Thema Inflow, modellbasierte adaptive Netzsteuerung. Wir wollen Ihnen heute unser zukünftiges Produkt, kann man vielleicht sagen, jetzt nach der Einleitung vom Stefan Vogt, Inflow präsentieren, das jetzt bei Schlotauer und Wauer im sozusagen in unserem Produktportfolio sich befindet, ursprünglich entwickelt von der Firma Dynic, die ja im Jahr 2021 zur Swarco-Gruppe dazugestoßen ist sozusagen, deren adaptive Netzsteuerung. Zu meiner Person, Sie kennen mich wahrscheinlich aus zahlreichen anderen Schlotauer und Wauer Webcasts oder auch von den LISA-Schulungen, die wir bei Schlotauer Online anbieten für LISA. Ich war früher verantwortlicher Produktmanager für die Ines, die jetzt MyCity Adaptive heißt, also die adaptive Netzsteuerung von Schlotauer. Und damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim Thema. Heute soll es um Inflow gehen. Wir wollen Ihnen mitteilen, wir wollen Sie auch an das Produkt heranführen, an das wir uns jetzt bei Schlotauer und Wauer in den letzten 2 Jahren auch Schritt für Schritt herangearbeitet haben. Ist für uns auch eine neue Situation, dass es da ein Produkt gibt, was nicht von Anfang an bei uns im Haus entwickelt wurde, sondern wie gesagt von den Kollegen, die früher bei der Firma Dynic waren. Und darum soll es eigentlich auch heute gehen, diese Erfahrungen mit Ihnen zu teilen, vielleicht auch so ein bisschen aus der Dachperspektive, aus der OZE-Perspektive, die man so in Deutschland, Österreich, Schweiz normalerweise so einnimmt. Ja, die Dinge, die wir dabei gelernt haben, so ein bisschen mit Ihnen zu teilen, Sie so ein bisschen auf den gleichen Stand zu bringen, auf dem wir heute sind und dabei vielleicht auch ein bisschen das auch ausnutzen zu können, dass wir eine andere Perspektive haben, vielleicht auf das Produkt, als jetzt aus der Perspektive des niederländischen Marktes. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Erstmal will ich Ihnen erstmal in ein paar wenigen knappen Sätzen erzählen, was Inflow eigentlich ist, was es macht. Dann, Sie kennen mich als denjenigen, der Ihnen sonst immer MyCity Adaptive erklärt hat. Wo liegen da die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Warum haben wir jetzt 2 Adaptive-Lösungen bei uns im Portfolio? Da soll es darum gehen, wie ergänzen sich die beiden? Was sind die jeweiligen Stärken der beiden Ansätze, damit Sie auch verstehen, aha, es geht jetzt hier nicht darum, das eine durch das andere zu ersetzen, sondern es geht darum, einfach, dass ich hier 2 Produkte, die ich finde, sehr gut ergänzen. Wenn der Boden bereitet ist, wollen wir ein bisschen ins Detail gehen und uns das Inflow-Verkehrsmodell anschauen. Was macht Inflow im Entscheidungsalgorithmus? Wie funktioniert die Steuerung? Was sind vielleicht auch so ein paar konzeptionelle Geschichten, die man da verstehen muss und man vielleicht auch ein bisschen umdenken muss von dem, was man bisher von LISA-Steuerungen gewohnt ist oder vielleicht von MyCity Adaptive? Das Thema Detektion wird eine Rolle spielen. Was sind die Voraussetzungen für Inflow? Was braucht Inflow? Und welche Tools gibt es, um Inflow zu versorgen? Wie ist da sozusagen der Workflow von der Planung bis ins Steuergerät? Und beim Steuergerät sind wir dann schon beim letzten Punkt, technische Voraussetzungen, Technical Requirements. Was brauche ich, damit ich mit Inflow eine Steuerung betreiben kann? Am Ende gucken wir uns noch an, ein paar Referenzen, wird Info erfolgreich eingesetzt. Auch das Projekt Darmstadt schauen wir uns nochmal an. Und dann wird es reichlich Raum für Fragen geben. Also, einiges vor heute zusammen. Steigen wir gleich ein. Was ist Inflow? Wie Sie bereits am Titel erkannt haben, handelt sich bei Inflow um eine adaptive, modellbasierte Steuerung. Die Steuerung optimiert den Verkehr sowohl an Einzelknoten als auch in Netzen in Echtzeit.
sowohl Einzelknoten als auch Netze. Sie erkennen daran schon, es ist ein sehr flexibel einsetzbarer Ansatz. Wir können dabei sowohl volladaptive Steuerungen als auch sogenannte, ja, in der Implow-Welt heißt es Actuated-Steuerung, man könnte auch Bemessungssteuerungen sagen. Die Steuerung läuft anders als MyCity Adaptive nicht auf dem zentralen Rechner, oder die muss nicht auf dem zentralen Rechner laufen. Wir werden gleich sehen, dass es da auch verschiedene flexible Lösungen gibt, sondern sie kann im Steuergerät laufen und auf der Basis, dass sich dann die einzelnen Steuergeräte miteinander unterhalten. Weiterer Vorteil von Implow, einfache CCAM-Integration, werden wir später noch dazu kommen, was damit gemeint ist. Hier mal als Überblick, wie funktioniert dieser Algorithmus. Ein Stichwort bei Implow sind die sogenannten Policies. Wenn Sie auf der rechten Seite mal schauen, auf dieser Steuerung, also es gibt einmal einen sogenannten Optimizer, der zentral ist für die Implow-Steuerung, der nach dem der Verkehrszustand von Implow bestimmt wurde, die Phasenfolge und auch die Signalzeiten innerhalb dieser Phasenfolge optimiert. Und wie dieser Optimizer die einzelnen Verkehrsströme und auch Verkehrsarten gegeneinander wichtet, das legt man in Implow über diese sogenannten Policies fest. Also grob gesagt, wir haben eine Steuerung, die verschiedenste Verkehrskennzahlen zusammensammelt, in einen Topf schmeißt und dann optimiert, dahingehend, dass eine möglichst wartezeitoptimale Lösung dabei herauskommt. Wir sprechen dabei auch von einem kostenoptimalen Ansatz. Das heißt, es werden Kosten aufgestellt oder potenzielle Kosten für alle Verkehrsteilnehmer. Und dann wird geschaut, wie kann ich den Verkehr jetzt im nächsten Umlauf optimal steuern, sodass die geringsten Kosten für alle meine Teilnehmer dabei herauskommen. Das Ganze findet natürlich nicht im luftleeren Raum statt, dass man jetzt einfach die Steuerung einfach das machen kann, was sie will. Wir wollen natürlich auch, wir als Ingenieure oder auch unsere Auftraggeber, Kommunen und so weiter, wollen natürlich irgendwo auch Einfluss darauf haben, was passiert jetzt draußen auf der Straße. Da kommen die sogenannten Constraints ins Spiel, die Randbedingungen, Zwangsparameter, mit der man sozusagen bestimmte Verhalten der Steuerung einfach erreichen möchte. Das werden wir uns aber alles gleich nochmal im Detail anschauen. Hier nur erstmal so als groben Überblick. Was Sie hier mitnehmen sollen, es ist eine Steuerung, die letztendlich auf der Optimierung oder auf einem Optimierungsalgorithmus beruht. Anders als ja jetzt bei den verkehrsabhängigen Steuerungen in LISA, wo wir ja sozusagen aus bestimmten Bausteinen uns jede Steuerung individuell zusammenstellen, haben wir hier einen Steuerungsalgorithmus, den wir über bestimmte Parameter steuern. Vorhin angekündigt, wo ist jetzt der Unterschied im Flow gegen MyCity Adaptive? Ich habe hier mal verschiedene Punkte einander gegenübergestellt. Vielleicht kurz die Erinnerung, MyCity Adaptive, wie funktioniert, was ist dort der Ansatz? Bei MyCity Adaptive haben wir einen Steuerungsalgorithmus, der in seiner Hauptfunktion vor allen Dingen eine sogenannte Szenarienauswahl, man könnte auch sagen, verkehrsabhängige Programmauswahl betreibt und in seiner volladaptiven Variante auch in der Lage ist, dynamisch die Phasenlängen einer gegebenen verkehrsabhängigen Steuerung zu verändern. Die Vorteile bei MyCity Adaptive sind, ich habe die Integration in MyCity, ich kann die vorhandene Infrastruktur da benutzen. Wenn ich eine Anlage habe, die in MyCity konfiguriert ist, kann ich sie durch das Festlegen zusätzlicher Steuerungsparameter auch in einer MyCity Adaptive Steuerung verwenden. Und ja, wenn Sie dazu mehr wissen wollen, dann kann ich Ihnen die Webcasts, die wir zu dem Thema auch auf unserem YouTube-Kanal bereits zur Verfügung haben, nochmal sehr ans Herz legen. Wo unterscheidet sich jetzt Implow? Ich habe es vorhin schon erwähnt. Einmal haben wir hier einfach die Tatsache, dass Implow unabhängig von einer Zentrale funktioniert. Das heißt, ich brauche nicht die ständige Anbindung zur Zentrale. Die Steuergeräte müssen sich in einem IP-Netzwerk befinden, wo sie sich gegenseitig sehen können, wo sie auch sekündlich miteinander Daten austauschen, während halt MyCity Adaptive OZIT-basiert ist. Dort haben wir den Datenaustausch in größeren Intervallen. Also alle 5 Minuten wird dort optimiert, während Implow sekündlich optimiert. Und das Verkehrsmodell, was in Implow dahinter ist, ist auch etwas fortgeschrittener als die Ansätze, die wir in MyCity Adaptive verwenden. Was nicht unbedingt heißt, dass der Algorithmus dort
weniger leistungsfähig werden. Es ist halt einfach ein anderer Ansatz. Wir können in MyCity dynamische Phasenlängen realisieren, während wir in Inflow auch die Phasenfolgen optimieren. Also, was Sie hier mitnehmen sollen, MyCity Adaptive ist bereits voll integriert, lässt sich relativ leicht auf bestehende Infrastruktur aufsetzen. Es ist auch unabhängig davon, welche Steuerungen im Steuergerät versorgt sind. Auf der anderen Seite habe ich im Inflow ein größeres Spektrum an Einsatzmöglichkeiten von der verkehrsabhängigen Einzelsteuerung bis zu kompletten Netzen, die dann voll integriert komplett mit Inflow laufen und wo dann auch die Signalpläne dynamisch erzeugt werden, während ich bei MyCity Adaptive aus einem bestehenden Set an Szenarien auswähle oder aus einer Bibliothek von bereits bestehenden Signalplänen. So viel zur Einführung und wo sich das Ganze verortet. Jetzt gehen wir mal ins Detail. Wie sieht das Inflow-Verkehrsmodell aus, beziehungsweise wie funktioniert der Algorithmus? Und der Optimierungsalgorithmus in Inflow funktioniert auf zwei Ebenen. Es gibt noch eine dritte Ebene, die werden wir gleich noch auf einer Folie sehen, die so ein bisschen die Sicherheitstechnik noch betrifft. Aber was die Optimierung der Signalisierung angeht, gibt es einmal die Netzebene oder die Netzoptimierung. Spricht dabei auch vom Net-Optimizer. Der kümmert sich um die Phasendauer und die Phasenfolgen. Das heißt, es wird immer geschaut innerhalb des Planungshorizonts, welche Phasenfolgen wären jetzt möglich und wie würden diese Phasenfolgen sich auf den Verkehr auswirken. Dort wird dann so optimiert, dass wir die jeweils beste Phasenfolge und Phasendauer auswählen. Und dann gibt es noch auf der zweiten Ebene die sogenannte Knotenoptimierung. Wenn die Phasenfolge und die Phasendauer einmal festgelegt ist, wird während die Phase aktiv ist, nochmal geschaut, ob die Signale, die jetzt gerade anstehen, nochmal angepasst werden können. Das heißt, eine Phase in Inflow, wenn man jetzt mal aus der LiDAR-Welt kommt, ist nicht zu 100%ig das gleiche wie eine Phase in der LiDAR-Welt. Wir kennen das aus einer verkehrsabhängigen, phasenorientierten Steuerung, dass eine Phase eigentlich feststeht. Also ich habe die Hauptrichtung mit dem parallelen Fußgänger und wenn ich jetzt den Rechtsabbieger dazuschalten will, wie das hier schon angedeutet ist mit diesem blauen Pfeil, dann müsste ich eigentlich eine neue Phase machen. Das heißt, der Phasenbegriff, da sind wir schon beim ersten Unterschied zu oder das, was wo man sich als im OZIT oder OMTC-Welt bewegender Ingenieur schon mal umorientieren muss. Deswegen habe ich dazu hier nochmal ein paar Phasen gemacht oder so einen Vergleich angestellt. In Inflow würde eine Phase, die jetzt einer Phase in LiSA entspricht oder wie wir sie kennen in Deutschland, würde erstmal im Diagramm so aussehen. Sie sehen jetzt, dass diese blauen Pfeile, die Sie auf der vorherigen Folie hier gesehen haben, erstmal nicht da sind. Das heißt, ich lege in Inflow immer sogenannte Primärsignalgruppen fest, von denen ich weiß, wenn die Phase erreicht wird, dann werden diese Signalgruppen erstmal freigegeben. Man kann auch von vornherein festlegen, dass sie nur unter Umständen freigegeben werden, aber das sind jetzt so Details, über die kann man sich dann mal in einer fortgeschrittenen Runde unterhalten. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt ein Phasensystem wie in LiSA in Inflow abbilden würde, dann würden erstmal nur diese grünen Pfeile auftauchen und man hätte die Möglichkeit, zwischen diesen drei Phasen zu wechseln. Wenn ich mir jetzt anschaue, was wir hier gesehen haben auf unserer Folie vorhin, dass hier ist noch in Blau ein Rechtsabbieger dabei und hier ist nochmal ein Rechtsabbieger und so weiter. Das sind sogenannte Alternativsignale, die auch in jeder Phase in Inflow zusätzlich definiert werden können. Und die werden dann freigegeben, wenn während die Phase aktiv ist, festgestellt wird, dass die jeweils konkurrierende Phase in dem Moment ihre Freigabe beendet hat. Das heißt, hier wäre jetzt in der Phase 1 zum Beispiel der parallele Fußgänger endet, dann kann der Rechtsabbieger noch dazukommen. Oder in der Phase 2, wenn der Linksabbieger frühzeitig endet, kann man hier den Linksabbieger aus der Nebenrichtung, Linkseinbieger aus der Nebenrichtung oder Rechtsabbieger aus der Hauptrichtung noch dazu nehmen. Das heißt, man gibt von vornherein schon so eine zusätzliche Flexibilität in dieser Phasendefinition mit da rein. Wenn ich das Ganze jetzt mir in LiSA angucke, ist das natürlich nicht mehr das Gleiche. Wenn ich das in LiSA darstellen will, das habe ich mal auf der nächsten Folie gemacht, würde das Ganze so aussehen. Ich hoffe, man kann diese grünen Pfeile hier noch erkennen. Das ist ein bisschen, vielleicht ein etwas ungünstiger Farbton. Das heißt, ich habe einmal die Phase 1, da habe ich die gleiche Freigabe wie jetzt hier die grünen Primärsignale. Und dann wäre es möglich, aus der Phase 1 jetzt in diese Alternativphase zu gehen, wo dann der Rechtsabbieger frei hat. Dazu muss ich aber in der phasenorientierten Welt von LiSA entweder eine zusätzliche Phase definieren oder halt eine Unterlogik schreiben, wo ich sage, ich schmeiße da eine Signalgruppe ab und
werft dann eine andere an. Also schon ein gewisser Unterschied darin, was jetzt eine Phase in der einen Welt bedeutet und in der anderen. Wenn wir das jetzt verstanden haben, dass wir einmal Phasen haben und dann zusätzlich innerhalb der Phase noch Alternativsignale, gucken wir uns nochmal an, was auf der Folie davor stand, was jetzt der Netzoptimierer und was der Knotenoptimierer macht. Der Netzoptimierer, wie schon gesagt, bestimmt die optimale Phasenfolge mithilfe des Inflow-Verkehrsmodells. Was das Modell berechnet, schauen wir uns dann gleich an. Das heißt, es guckt nach, was würde passieren, wenn ich die Phasen in der Reihenfolge 1, 2, 3 ablaufen lasse oder was passiert, wenn ich in der Reihenfolge 1, 3, 2 zum Beispiel vorangehe und vergleiche diese beiden Phasenfolgen miteinander, während der Knotenoptimierer, wie vorhin schon gesagt, dann, wenn die Phase einmal läuft, schaut, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt, die Signale, die jetzt hier noch freigegeben sind, entsprechend anzupassen oder welches Signal kann enden, welches muss noch stehen bleiben. Das kann man dann alles über bestimmte Parameter festlegen. Man kann auch festlegen, dass ein Signal immer kommen muss, dass der Knotenoptimierer da nichts zu sagen hat oder auch ja, sagen, dass es nur unter bestimmten Umständen kommt. Ist alles möglich. Was Sie mitnehmen sollen. Ja, Stefan? Herr Torben, wir haben eine Frage und die bezieht sich, glaube ich, direkt da drauf. Wie wird in Phase 2 entschieden, welcher der zwei blauen Pfeile zugeschaltet wird? Auch wieder über die Belastung. Ob jetzt hier der Rechtsabbieger oder Linksabbieger kommt. In dem Fall können die ja beide kommen, weil die sind sich, genau, es geht beides. Die Frage ist aber insofern ganz gut, es wäre jetzt schon eine fortgeschrittene Frage. Es ist auch möglich, Alternativsignale zu definieren, die sich gegenseitig widersprechen. In dem Fall kommt es auf die Kostenfunktion an. Das ist zumindest so, wie ich das verstanden habe. Ich lehne mich hier jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Also hätte ich hier jetzt zwei Signale, die sich widersprechen, wird dann anhand der entstehenden Kosten verglichen, welches ich jetzt hinzuschalte. Aber genau, Sie haben es schon selber erkannt, hier geht eigentlich beides. Es wäre aber möglich, diese blauen Pfeile mit konfliktierenden Signalen zu definieren. Dann muss der Algorithmus das entsprechend entscheiden. Die grünen Primärsignale, die dürfen natürlich nicht in Konflikt stehen. Ja, und ich habe es anfangs gesagt, eigentlich gibt es drei Ebenen, also Netzoptimierer, Knotenoptimierer und dann als dritte Ebene steht hier das Steuergerät. Das Steuergerät insofern ja, Überwachung der Einhaltung von Mindestgrün und Zwischenzeiten. Also es stellt eigentlich nur sicher, dass wenn jetzt der Algorithmus, wir mal angenommen, wir hätten die Steuerung irgendwie, welche Kosten ist hier die Zusatzfrage? Auf die Kosten werden wir gleich klären. Also auf Steuergeräteebene wird eigentlich nur überwacht, dass ich keine konfliktierenden Signale miteinander schalte, dass ich die Mindestgrünzeiten einhalte und die Zwischenzeiten einhalte. Das sozusagen als dritte Ebene. Im Chat steht sich schon die Frage, von welchen Kosten habe ich hier gerade die ganze Zeit geredet? Wie entscheidet jetzt der Netzoptimierer zum Beispiel, ob er die erste oder die zweite Phasenfolge schaltet? Hier steht es jetzt nochmal, vergleicht verschiedene Phasenfolgen anhand der Gesamtwartezeit oder in Klammern Gesamtkosten. Gesamtwartezeit ist eigentlich nicht ganz richtig. Es ist so, dass die sogenannten Kosten in diesem Algorithmus immer in Wartezeit ausgedrückt werden. Also wenn man Kosten hört, könnte man ja meinen, jetzt wird geschaut, wie viel Euro 50 ist das Ganze jetzt hier in Kraftstoffverbrauch oder sowas. Der Algorithmus rechnet intern immer mit Wartezeit pro Fahrzeug. Das heißt, wenn man jetzt keinerlei Kostenfaktoren oder Koeffizienten angibt, würde man am Ende immer rausbekommen als Kosten für eine bestimmte Phasenfolge, wie viel Wartezeit entsteht damit im System. Um das Ganze dann kalibrieren zu können, kann man natürlich dann sagen, ja, die Wartezeit auf der Hauptrichtung wiegt doppelt so schwer wie in der Nebenrichtung zum Beispiel und dadurch wird das Ganze dann zu einer Kostenfunktion, weil man halt diese Wartezeiten gegeneinander wichtet. Ja, wie gesagt, diese Kostenfaktoren kann ich sowohl auf Ströme als auch auf Richtungen als auch auf Verkehrsart anwenden. Woher weiß jetzt der Inflow-Algorithmus, welche Wartezeiten entstehen? Wir kommen gleich noch auf das Thema Detektion. Also wenn Sie sich jetzt fragen, okay, woher weiß Inflow jetzt, wo sich Fahrzeuge befinden, das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir die Informationen haben. Welche Größen werden von der Steuerung berechnet? Zunächst mal wäre da zu nennen die sogenannte vertikale Warteschlange. Das sehen wir hier. Wir reden jetzt hier in diesem Moment über diesen Straßenabschnitt. Die Haltlinie, die wir hier, die wir hier sehen, in der Hauptrichtung, die hier von West nach Ost fließt. Hier gibt es eine vertikale Warteschlange momentan von 7 Fahrzeugen. Das heißt, das sind alle Fahrzeuge, die, wenn ich ab der Haltelinie zähle, hier eingezählt werden, bis ich am letzten stehenden Fahrzeug bin. Jetzt
würde man sofort überlegen und sagen, Moment mal, ich habe ja jetzt keine Floating Car Data oder noch keine CCAM-Messages, dass ich jetzt über jedes Fahrzeug hier tatsächlich jederzeit Bescheid weiß, wo sich das befindet. Diese Annahmen kommen sozusagen alle aus dem Verkehrsmodell. Das heißt, es findet eine Simulation intern statt. Wir kennen den Zeitpunkt, wann Fahrzeuge hier an der vorherigen Kreuzung den Knoten verlassen haben. Wir kennen die Länge des Abschnitts. Wir wissen auch aus der Erfahrung, aus der Analyse der eigenen Messdaten, wie lang ist jetzt die Fahrzeit von diesem ersten Detektor bis zur Haltlinie. Und es kennt auch die Zeit, die hier abfließende Fahrzeuge sozusagen beim Anfahren verbrauchen. Und daraus rechnet sich dann jeweils die sogenannte vertikale Warteschlange. Das ist einfach die Anzahl der Fahrzeuge, die entweder steht oder noch nicht abgeflossen ist. Und die sogenannte horizontale Warteschlange hier unten, HQ, das ist die Entfernung von der Haltlinie bis zu diesem letzten Fahrzeug. Also vertikale Warteschlange, nichts anderes als stehende oder noch nicht abgeflossene Fahrzeuge. Horizontale Warteschlange, der Punkt auf meinem Straßenabschnitt, wo das letzte stehende Fahrzeug sozusagen sich befindet. Und aus diesen Informationen über die Fahrzeuge auf diesem Straßenabschnitt, die ich mir berechne oder die im Flow sich berechnet, sekündlich, kann ich mir jetzt Kosten errechnen. Wenn wir hier oben schauen, wir haben jetzt hier einmal hier mal im Zeitverlauf die Grünzeit und wir haben auf der X-Achse die vertikale Warteschlange, die wir dort gerade gesehen haben. Das heißt, hier in der Rotzeit am Anfang dieses Balkens wächst diese Warteschlange an. Also jede dieser Treppenstufen heißt es, dass ein zusätzliches Fahrzeug sich hinten anstellt, bis hier die maximale Warteschlange an diesem Punkt der Grünzeit erreicht ist. Und dann, da hat das Grün schon angefangen, ist jetzt hier die sogenannte effektive Grünzeit. Und innerhalb dieser effektiven Grünzeit wird diese Warteschlange jetzt abgebaut. Das heißt, diese Warteschlange wird dann immer kürzer, bis sie dann hier komplett abgebaut ist. Und dann haben wir hier einen Grünzeitanteil, wo der sogenannte freie Abfluss stattfindet. Dann sind wir wieder im Rot und irgendwann baut sich diese Warteschlange wieder auf. Das heißt, solange es hier wartende Fahrzeuge gibt, entstehen diese Kosten, also einmal Verlustzeitkosten. Sprich einfach die Zeit, die Verspätung oder die Verlustzeit gegenüber dem freien Abfluss. Also wenn hier ein einzelnes Fahrzeug durchfährt, dann entsteht natürlich auch keine Warteschlange, sondern es kann einfach frei abfließen. Und dann gibt es noch die sogenannten Haltekosten. Also es ist einfach ein Kostenfaktor, den man einführt, um zu sagen, es ist nicht nur die Zeit, die ich verliere gegenüber dem freien Abfluss, sondern es entsteht mir auch ein Nachteil dadurch, dass ich ja bremsen muss, wieder anfahren. Das ist dann sozusagen wie ein Wartezeitäquivalent für den entstandenen Kraftstoff oder Energiemehrverbrauch, der durch das Anhalten entsteht. Wollen wir hier mitnehmen? Die Steuerung simuliert sozusagen sekündlich den Zustand auf den definierten Streckenabschnitten. Im Flow heißen die Links. Das heißt, es wird jetzt nicht automatisch für jeden Abschnitt oder für jede Signalgruppe in dem entsprechenden Netz gemacht, sondern dort, wo ich sogenannte Links definiert habe. Wenn ich das richtig verstehe, macht man das aber tatsächlich für alle Signale, denn ich will ja auch bei allen Signalen wissen, welche Kosten entstehen. Aber das muss man halt wissen. Es muss ja auch ein Detektor entsprechend da vorhanden sein, vor allen Dingen im Zulauf auf das Signal. Also diese Kosten werden sekündlich berechnet und ich weiß nicht nur die Kosten, die jetzt gerade der bereits stehenden Fahrzeuge entstehen, sondern ich berechne auch voraus für den nächsten Umlauf, wie sich über Ankunftsvektoren diese Kosten in der Zukunft entwickeln werden. Also ich weiß nicht nur, wie viele Fahrzeuge jetzt gerade in dieser vertikalen Schlange stehen, sondern ich weiß auch, ob die Schlange jetzt in 5 Sekunden länger wird und was sozusagen ihr Maximalwert ist. Also ja, unten steht es nochmal, alle Kosten werden in Wartezeit ausgedrückt. Warum spricht man dann überhaupt von Kosten und nicht von Wartezeit? Eben der erste Argument ist, Halte sind eigentlich keine Wartezeit, aber auch sie verursachen Kosten, die dann wiederum in Wartezeit umgerechnet werden. Und das ist der zweite Punkt, das sehen wir jetzt hier auf dieser Folie, ohne dass wir da zu sehr ins Detail gehen wollen. Ich habe es anfangs gesagt, ich kann Kosten auch gegeneinander wichten. Und je wichtiger mir ein bestimmter Streckenabschnitt ist, desto höher werde ich die Kosten auf ihm wichten.
Das heißt, wenn ich möchte, dass in der Hauptrichtung möglichst zügig gefahren wird und in der Nebenrichtung dafür auch mal ein bisschen mehr gewartet wird, dann werde ich zum Beispiel die Kosten auf der Hauptrichtung stärker wichten als in den Nebenrichtungen, sodass die Steuerung eher dazu tendiert, einen möglichst flüssigen Verkehrsfluss in der Hauptrichtung aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass eine Sekunde Wartezeit in der Hauptrichtung unter Umständen so viel in den Kosten dann auftaucht als 2 Sekunden Wartezeit, während eine Sekunde in der Nebenrichtung auch nur eine Sekunde Wartezeitkosten verursacht. Hier auf dieser Folie ist das Ganze mal am Beispiel Entry-Exit, also dargestellt zwei aufeinanderfolgende Knoten, die man gegeneinander wichtet. Dabei kommt dann raus, wie konfiguriere ich das Ganze, wenn eine Anlage eher fördern soll? Wie konfiguriere ich das Ganze, wenn eine Anlage eher so konfiguriert sein soll, dass sie immer möglichst viel Verkehr durchschleust? Und das lässt sich dann hier in dem Fall über das Verhältnis von Entry- und Exit-Kosten darstellen. Aber da wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Was Sie mitnehmen sollen, die Kosten sind letztendlich dafür da, um zu sagen, welche Verkehrsteilnehmer, welche Ströme sollen von der Steuerung bevorzugt behandelt werden. Das Ganze gilt übrigens auch für den ÖV. Also die Beschleunigung von ÖV-Fahrzeugen findet auch über diese Kosten statt. Und indem man ihnen besonders hohe Wartezeitkosten auferlegt, versucht die Steuerung unbedingt zu vermeiden, dass die ÖV-Fahrzeuge entsprechend anhalten müssen. Wir haben uns jetzt über die Optimierer unterhalten und die Kostenfunktion, das Verkehrsmodell. Jetzt kommen wir noch zum Thema Constraints, wenn Sie sich an die erste Folie erinnern. Was sind Constraints? Constraints sind Parameter und Zwangsbedingungen, die die drei Steuerebenen beeinflussen. Es gibt dabei Adaptive Constraints, sogenannte funktionale Constraints und Safety- oder Sicherheitsconstraints. Adaptive Constraints sind solche, die auf den Netzoptimierer wirken, das heißt Vorgaben zu erlaubten Phasenfolgen. Das Phasendiagramm, was wir am Anfang gesehen haben, also die blauen und grünen Pfeile, das sehen wir gleich nochmal im Detail. Funktionale Constraints wirken auf den Knotenoptimierer, das heißt, wann darf welche Signalgruppe enden oder wann muss sie beginnen innerhalb der Phase, Vor- und Nachläufe und so weiter, sehen wir auch gleich nochmal. Ja, und Sicherheitsconstraints haben wir schon gesagt, Zwischenzeiten, Mindestgrünzeiten, das ist einfach, was wir jetzt als Basisdaten oder Zwischenzeiten, Mindestgrünzeiten einfach sehen würden. Nochmal zu den Adaptive Constraints. Wie gesagt, wir können bestimmte Phasenfolgen ausschließen oder auch erzwingen. Also nicht nur innerhalb der Phase gibt es grüne und blaue Pfeile, auch bei den Phasenübergängen kann ich sagen, dass ein bestimmter Phasenübergang zwingend stattfinden soll oder dass es eine Alternative dafür gibt, wenn eine entsprechende Anforderung dafür da ist. Hier dieser blaue Weg wäre zum Beispiel, würde nur auf Anforderungen gegangen und wenn die Anforderung für diese Phase nicht da ist, dann folgt man dem grünen Pfad, während man dann aus der Alternativphase dann auch wieder zwingend in die Hauptrichtungsphase zurückgehen würde. Ja, auch die da vermischt es sich so ein bisschen. Auch die Bedingungen für die Signale, ob ein Signal jetzt ein Alternativsignal oder ein Primärsignal ist, ist eigentlich eine Adaptive Constraints, auch wenn das eher im Knotenoptimierer wirkt, nicht im Netzoptimierer. So ein bisschen verschwimmen die Begriffe manchmal, aber generell Adaptive Constraints, da geht es darum, was macht die Steuerung? Was ist mein Standardphasenablauf? Welche Signale will ich auf jeden Fall sehen? Erstmal auf der reinen Leistungsfähigkeitsebene. Funktionale Constraints, dann all diese Dinge, die man dann gerne nachfragt. Was ist denn mit Vorlauf? Was ist mit progressiven Fußgängern? Wie realisiere ich ein Diagonalgrün? Wie bekomme ich den Nachlauf für meine zweite Hauptrichtung realisiert? Läuft alles unter dem Stichwort funktionale Constraints. Die werden dann entsprechend definiert und werden bei der Berechnung der Phasenfolge dann auch entsprechend berücksichtigt und beachtet. Ich habe hier mal ein Beispiel aus dem Imflug-Konfigurator. Diese ganzen Vorgaben, da den Überblick zu behalten, oder ist jetzt erstmal auf den ersten Blick, sieht es sehr komplex aus. Wir haben dann die Möglichkeit, uns entsprechende resultierende Pläne von Imflow sozusagen ausgeben zu lassen, dass wenn man jetzt seine entsprechenden Constraints oder Zwangsbedingungen festgelegt hat, dann zu sagen, zeig mir doch mal, wie jetzt ein Standardphasenablauf bei dir aussehen würde, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie aus allen Richtungen Verkehr käme, ist ja auch ein Ansatz, den man bei einer Phasensteuerung auch ganz gerne wählt, dass man oder vielleicht auch umgekehrt wählt, dass man sagt, ich mache erstmal einen Festzeitplan und dann gucke ich, wie ich die Phasen festlege und meine Logik, meine Parameter, dass dann das dabei herauskommt. Und hier kann man auch
sozusagen seine Arbeit überprüfen, indem man sagt, hier sind meine Parameter, zeig mir mal bitte, was das Steuergerät dann damit machen würde oder die Inflow-Steuerung damit machen würde. Das eigentlich ist jetzt auch meine Überleitung zu den Tools, zum Workflow, wie das Ganze funktioniert. Um eine Inflow-Steuerung zu versorgen, ist der Ausgangspunkt eigentlich immer ein Wissimnetz. Dieses Wissimnetz kann man jetzt in Wissim erstellen oder man kann es auch in Lisa, aus Lisa heraus exportieren und dann erstmal in Wissim entsprechend anpassen. Das ist dann die Grundlage dafür, dass man dieses Netzmodell dann im Inflow oder im Inflow-Simulationstool entsprechend anpasst und die entsprechenden Netzobjekte, die Inflow dann benötigt, dort anlegt. Das heißt, diese Links, von denen ich gesprochen habe und auch entsprechend definiert, welcher Detektor ist jetzt für welche Funktion da. Das ist also der erste Schritt, ein Wissim-Modell erstellen, das dann in Inflow importieren und dort entsprechend editieren und grafisch aufbereiten. Dieses Netzmodell dient dann auch für die Simulation. Und dann kann man sich das Ganze auch in einem entsprechenden GUI anschauen. Diese Ankunftsvektoren von Fahrzeugen und vertikalen Queues, von denen wir hier gesprochen haben, diese Warteschlangen lassen sich dann hier auch darstellen. Man sieht auch in dem entsprechenden Tool nicht nur den bereits abgelaufenen dynamischen Signalzeitenplan. Sie sehen hier, vielleicht ob man es erkennen kann, in der Mitte diese vertikale Linie, da steht oben drüber Now. Also das ist sozusagen jetzt das anstehende Signal und gleichzeitig sieht man im Tool dann auch schon die von Inflow aktuell geplante Signalfolge für die nächsten 60 Sekunden für den Planungshorizont und auch für bestimmte Signale. Ja, wie viele Fahrzeuge sind denn hier gerade schon im Ankunftsvektor drin? Außerdem gibt es verschiedene Analyse-Tools, die einem ja die Performance seiner Steuerung ausgeben können, verschiedene KPIs, die man dort anschauen kann, also sei es Belastung, sei es Sättigungsgrade, sei es Wartezeiten, Verlustzeiten, Halte, Rückstau und so weiter. Das ist alles verfügbar. Das soll aber jetzt nur so ein kleiner Ausblick sein. Wo kommt Lisa bei dem Ganzen ins Spiel? Ich habe gerade schon gesagt, wir können Lisa am Anfang der Kette sozusagen einsetzen, um einen entsprechenden Entwurf zu machen, die Knotengeometrie in Wissim zu exportieren und auch Basisdaten schon mal anzulegen, also Signalgruppen, Detektordefinitionen und ja auch Zwischenzeiten können wir dort berechnen und dann diese Basisdaten erstmal exportieren. Ich wollte noch ein bisschen was zum Thema Detektion sagen. Wenn man jetzt ein solch ja umfassendes Verkehrsmodell hat, ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, wir wissen oder Inflow simuliert die Position der Fahrzeuge auf einem Straßenabschnitt. Dazu gehört natürlich auch ein bestimmtes Maß an Detektion. Und dann ist immer die Frage, na, wie viele Detektoren braucht das denn? Und muss ich jetzt irgendwie die Anzahl meiner Detektoren erstmal verdoppeln, vervierfachen? Oder da gehen dann ja immer die Budgetalarmglocken los. Ich habe deswegen mal versucht, hier ein paar Fälle gegenüberzustellen, was Inflow unter verschiedenen Einsatzgrenzen an Detektion benötigt. Das hier ist sozusagen die für den Dachraum gültige oder für den Dachraum in Fragen kommende Maximalausstattung. Das wäre jetzt hier eine Steuerung, wo wir sowohl eine adaptive Steuerung haben, also wo wir diese Ankunftsvektoren berechnen, von denen wir gerade gesprochen haben und auch in die Kostenfunktion reingehen, wo wir aber auch Signalgruppen verkehrsabhängig bemessen. Also die Frage war ja auch, warum bricht jetzt die Steuerung irgendeine Signalgruppe in einer Phase plötzlich ab? Das kann entweder über den Ankunftsvektor geschehen, das kann aber auch explizit über die Bemessungsdetektoren, die wir aus einer konventionellen Phasensteuerung kennen, passieren. Diese sind aber normalerweise nicht unbedingt nötig oder sind für eine adaptive Steuerung schon mal nicht nötig. Also das hier wäre so adaptiv und gleichzeitig Zeitlückenphasenabbruch. Man kann aber auch, man könnte eine Inflow-Steuerung auch nur über Zeitlückenabbruch steuern. Dann hätte man die gleiche Situation wie bei einer phasenorientierten Steuerung, fester Phasenablauf und dann Phasenlänge. Eine Anforderung ist dann in dieser Konfiguration nicht möglich. Also ich muss mir vorher einen Phasenablauf überlegen und den dann entsprechend abbrechen. Und generell bei adaptiver Steuerung haben wir eigentlich diese beiden Situationen, dass man entweder mit
haltliniennahen Detektoren und sogenannten Link-Entry-Detektoren, also am Eingang des Straßenabschnitts arbeitet und gegebenenfalls noch zusätzlich Detektoren irgendwo im Verlauf des Abschnitts hat, die einem dann nochmal die entsprechenden nochmal Geschwindigkeitsinformationen vielleicht zusätzlich geben. Und die absolute Minimalausstattung wäre, dass wir tatsächlich nur Zugangsdetektoren haben und dann die Verkehrsströme entsprechend berechnen anhand dessen, wer bewegt sich jetzt hier über welchen Link-Entry-Detektor, weil wir ja wissen, aha, das während der Freigabe vom Rechtsabbieger wird es hier wahrscheinlich über die Signalgruppe 7 stattfinden. Also man kann auch virtuelle Detektoren festlegen, sodass man dann halt nicht jedes Mal hier die Vollausstattung braucht, sondern wenn es eindeutige Zuordnungen gibt, kann man auch sagen, man arbeitet mit sogenannten virtuellen Detektoren. Ich muss immer im Kopf behalten, diese Netzsteuerung weiß halt auch, wann welche Freigabe da ist und da wir jetzt nicht diese Ungenauigkeiten in Kauf nehmen müssen, die wir beim OZIT-Standard haben, wo das Ganze nicht immer klar ist von den Zeitstempeln, von wann kommen jetzt hier die Zähldaten, kann man da tatsächlich dann da die Ströme auch indirekt sehr genau zuordnen. Ja, was Sie mitnehmen sollen, also es ist nicht so, dass man sagt, ich muss jetzt meine ganze Detektion über den Haufen werfen und ohne Ende Detektoren nachrüsten, wenn ich mich im Flow steuern will. Das ist absolut nicht der Fall. Ja, durch die zeitlich hohe Auflösung der Verkehrsdaten und dadurch, dass man sie auch mit den Grünzeiten hier nebeneinander setzen kann, lassen sich halt Detektoren auch über virtuelle Detektoren ersetzen. Das muss man muss die Frage, welche Detektion ist nötig, hier mit einem ganz klaren, es kommt darauf an, beantworten. Technical Requirements, wo kommen wir nicht drum herum? Zum einen ist Imflow sehr flexibel, was die Laufzeitumgebung angeht. Also der Algorithmus kann entweder in der Cloud / der Verkehrszentrale, also MyCity laufen, er kann auf einer Outstation oder RSU laufen oder er kann auf der CPU von kompatiblen Steuergeräten laufen. Wie es im Actros funktioniert, gucken wir uns gleich auf der nächsten Folie an. Was wir brauchen oder was Imflow braucht, wenn es sich mit seinen Nachbaranlagen unterhalten soll, ist, dass wir die Anlagen alle in einem IP-basierten Private Network sich befinden, dass sie halt auch direkt darüber sich unterhalten können. Ja, Link-Entry-Detektoren fürs Q-Modell. Wenn ich adaptive Steuerung mache, muss ich halt Link-Entry-Informationen haben. Und wenn eine Nachbaranlage da ist, wo ich das irgendwie über Haltelinien-Detektoren, die dann aber auch verlässlich zählen können müssen, machen kann, geht das. Aber am Anfang des Netzwerks sollte es dann schon ein entsprechender Link-Entry-Detektor sein. Ja, und ein TLC-FI-fähiges Steuergerät brauchen wir. Was ist jetzt TLC-FI? Wir haben vorhin diese Architektur gesehen. Das Steuergerät kümmert sich eigentlich nur um die Einhaltung der Mindestzeiten, Zwischenzeiten und es bekommt über diese TLC-FI-Schnittstelle eigentlich immer nur die Information, welches Farbbild es jetzt gerade zeigen soll. Das Ganze im Actros funktioniert, schauen wir uns gleich mal an. Die Imflow ist auf dem Actros lauffähig. Es läuft so, dass entweder Imflow auf dem Server läuft oder so, wie wir es jetzt umgesetzt haben, einfach eine zusätzliche CPU im Geräteschrank mit verbaut wird. Also kommt so eine kleine Box rein, die unterhält sich dann mit dem Steuergerät und läuft, führt diesen Algorithmus aus. Und mit der seit Lisa 8.0.3 können wir halt dieser Logik so entsprechend exportieren, dass klar ist, dass sie diese TLC-FI-Extension nennt sich die, laufen lassen kann, also dass das entsprechende Interface da ist, dass eine OMTC-Steuerung sich da auch unterhalten kann. Für Imflow gibt es da eine kleine Einschränkung. Imflow kann, das ist ein Kind der Niederlande, ja, ist auch im 0,1 Sekunden-Takt laufen, alle 0,1 Sekunden sich aktualisieren. Da wir hier den VT-Takt von einer Sekunde sozusagen an den erstmal gebunden sind, läuft die Optimierung halt sekündlich. Aber ansonsten ist das Ganze erstmal so lauffähig und wird auch schon eingesetzt. Da sind wir schon beim Thema Referenzen. Hier das eins der schon länger laufenden Projekte, also Gemeinde Helmond. Sie sehen hier, ich weiß nicht, sind glaube ich um die 30 Anlagen. Nageln Sie mich nicht auf eine Zahl fest. Etwas genauere Zahlen habe ich hier für die Stadt Almaty in Kasachstan. 200 Knotenpunkte mit Adaptivsteuerung. Auch dort haben wir auch eine ziemlich tolle Auswertung, was das Ergebnis angeht. Also Reisezeitverringerung um
bis zu 30%, fast 40% der Halte reduziert, 27% weniger Emissionen, weniger Kraftstoffverbrauch. UV-Verlustzeiten haben wir noch nicht ausgewertet, weil die Phase noch nicht abgeschlossen ist. Durchaus beeindruckende Zahlen. Man muss dann natürlich auch sehen, da liefen vorher Festzeitsteuerungen. Das wird man jetzt auch nicht überall so hinbekommen, aber es ist trotzdem schon beeindruckend. Auch da muss man erstmal mal hinkommen. Ja. Und in Darmstadt läuft eines unserer Pilotprojekte, wo die Steuerungen auch schon auf den Steuergeräten laufen, auf Actros-Steuergeräten mit dieser entsprechenden TLCFI-Erweiterung, dieser Datenimport nach Impflow. Die Steuerung läuft, das habe ich vorhin falsch erzählt, läuft nicht auf dem Kasten im Steuergerät, sondern auf einem Server im Netzwerk. Aber diese TLCFI-Schnittstelle ist dann im Actros integriert und dann ist es eigentlich auch egal, ob der Algorithmus im Gerät läuft oder auf dem Server. Ja, Herausforderungen hier, Priorisierung der Straßenbahn, Wartezeiten für Fußgänger minimieren und adaptive dynamische grüne Welle ist natürlich die Erwartung, aber das ist dann im adaptiven Modus auch sozusagen mit eingebaut. Ja, das wäre mein kleiner Ritt durch den grundlegenden Aufbau von Impflow. Wie ist der Algorithmus aufgebaut? Was unterscheidet Impflow eigentlich von den Steuerungsansätzen, die wir sonst so kennen oder die wir bisher auch im Portfolio gehabt haben? Und ich würde mich jetzt über Fragen freuen. Ach, nur vielleicht mal zur Ergänzung, dass wir natürlich für dich als Trainer oder als Referent das Produkt relativ neu ist, aber selbstverständlich arbeiten unsere Experten natürlich im Hintergrund da sehr eng zusammen und auch gemeinsam an der Weiterentwicklung des Algorithmus. Genau. Von daher haben wir da schon die volle Verantwortung übernommen und sind da auch mit unserer Engineering-Expertise dabei und gießen das mit ein in die weitere Entwicklung. Ja, und es ist durchaus spannend, also auch aus meiner Sicht, jetzt an so ein Produkt dran, selbst sich wieder reinzuführen, ich habe jetzt an mehreren Steuerungsprozessen selbst gearbeitet, sie selbst entwickelt und es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mich jetzt in die Welt von jemand anderem, einer anderen Ingenieurssichtweise denke, heranarbeite und ich muss sagen, dass es mich auf jeden Fall überzeugt hat und ich mich auch auf die Arbeit und Zusammenarbeit mit unseren Kollegen da sehr freue und auch bisher da eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht haben. Genau, und wie ganz am Anfang schon mal gesagt, sind wir natürlich da auch auf der Suche nach Pilotpartnern, dass wir auch im deutschen Markt noch eine weitere Referenz finden und gemeinsam weiter testen, welche besonderen Herausforderungen des deutschen Marktes wir mit Impflow noch weiterentwickeln müssen vielleicht oder wie auch immer, also wo wir da noch ran müssen, wo aber auch vielleicht Impflow hier neben MyCity Adaptive weiteren Mehrwert bringen kann. Das muss man, glaube ich, auch an der Stelle betonen. Also ich habe es anfangs schon gesagt, es geht nicht darum, jetzt eine adaptive Steuerung durch die andere zu ersetzen, sondern sozusagen zwei Alternativen in petto zu haben, je nachdem, wie die Ausgangslage ist. Das können wir uns auch gerne, gucken wir uns auch gerne gemeinsam mit unseren Kunden an, dass man vielleicht sagt, für diese Strecke und für diese Gemengelage wäre vielleicht Impflow eine ganz gute Idee und für eine andere kommen wir vielleicht mit MyCity Adaptive schneller ans Ziel. Stefan, hast du noch warme Worte für uns? Wenn es keine Fragen gibt, will ich es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Fragen können wir natürlich auch im Nachgang immer gern im 1-zu-1-Gespräch natürlich auch beantworten. Dann bedanke ich mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns immer, wenn wir mit Ihnen in Kontakt treten dürfen. Die entsprechenden Ansprechpartner kennen Sie ja, falls es nachträgliche Fragen gibt. Insofern freuen wir uns auf die nächste Begegnung. In diesem Sinne einen schönen Nachmittag. Bis bald.